Wir kommen zu den drei Verteidigungsstellungen am Boden. Die erste Verteidigungsstellung, die nennen wir immer so gerne die Beinschwerter. Dabei liegt ihr auf dem Rücken und habt beide Füße in der Luft. Aus dieser Position müsst ihr auch jederzeit in der Lage sein, euch zu drehen. Das heißt, hopp, einmal den Fuß auf den Boden und wieder drehen. Wieder bewegen, hopp, auf die Seite. Hopp, auf die Seite. Wichtig sind, beide Füße sind in der Luft und eure Hände sind auch zur Abwehr mit hier oben. Die zweite Position kommt ihr von hier auf den Ellenbogen. Das eine Bein, also der eine Fuß, bleibt als Verteidigung oben in der Luft, weil hier könnte man zur Not auch zutreten. Die andere Hand ist die Stopphand, auch hier ein Schutz für den Kopf. Wollt ihr euch hier drehen, bewegt ihr euch über das untere Bein und über den Ellenbogen. Der obere Fuß bleibt immer in der Luft. Ja? Hopp, hopp, hopp. Genauso geht das natürlich auf der anderen Seite, auf den Ellenbogen, Fuß in die Luft und bewegen. In beide Richtungen, ohne dass der obere Fuß absinkt. Hopp. Die Verteidigungsstellung 3. Ihr kommt auf die Hand und die andere, eine Hand ist hier als Stopphand vorne und die beide Füße sind auf dem Boden. Wichtig ist, sitzt nicht so mittig, sondern sitzt immer leicht schräg. Das heißt, ihr habt das ganze Gewicht hier hinten auf der Hand. Dadurch könnt ihr gleich schneller den Technical Stand-Up machen. Ja? Also, Hand nach vorne und auch hier drehen. Schnell in die Bewegung rein. Okay? Auch die andere Hand möglich. Übt das immer mit beiden Seiten. Und jetzt das Ganze mal hintereinander. Position 1, Position 2, Position 3. 2, 1, jetzt mal die andere Seite. 2 und 1. So, und 3, Entschuldigung. Jetzt machen wir das Ganze mit dem Technical Stand-Up hinterher. Das heißt, Position 1, Position 2, Position 3. Ihr seid jetzt genau in der richtigen Position, um den Technical Stand-Up zu machen. Popo hoch, unteres Bein durchziehen und direkt in die Verteidigungsstellung. Bitte achtet darauf beim Technical Stand-Up, dass ihr nicht noch ewig hinten euren Fuß korrigieren müsst. Also bitte nicht sowas hier machen. Da werdet ihr umgefallen, wie ein Seiltänzer. Ja? Deswegen ist es wichtig, dass ihr direkt den Fuß in die richtige Position stellt, damit ihr in der Verteidigungsstellung steht. Okay? Noch einmal. 1, 2, 3. Unteres Bein durchziehen, in der richtigen Position stehen, in der Verteidigungsstellung.